Nochmal, guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zum Forum Nummer 2. Und zwar mit dem Thema Internationalisierung. Mein Name ist Dietmar Fromberger und ich bin der Moderator für dieses Forum. Ich war gerade versucht, in die Teilnehmerliste zu gucken. Wir sind ja hier auf Zoom, diejenigen, die uns zuschauen, nicht. Insofern weiß ich gar nicht, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt hier schon bei uns sind. Ich gehe aber davon aus, dass ein Großteil der angemeldeten Personen, das waren glaube ich knapp 45, dann uns auch zuschauen. Internationalisierung, der Begriff ist heute bereits einige Male gefallen, auch in der, ein wenig zumindest in der Podiumsdiskussion wurde dieser Punkt angeschnitten. Wir haben bis um 11:30 Uhr Zeit und zwei Inputs geplant. Einmal also ein Input der Kolleginnen Fabienne Baumann und des Kollegen Janis Fossig, die berichten also von einem Forschungsprojekt, Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das wir begleitet haben an der Universität Osnabrück. Ich denke, ihr werdet Ergebnisse in der Kürze der Zeit präsentieren. Und zweitens haben wir gewinnen können Herrn Markus Bosse, Refra Technik Keramics, wie auch immer, GmbH mit Sitz. Ich meine auch Hauptsitz hier in Melle, also in unserem IHK-Bezirk, aber mit vielen auch natürlich Tochtereinrichtungen weltweit. Und Sie werden uns aus Ihrer Praxis hier berichten. Und auch dazu, denke ich, können wir viel nachfragen und auch diskutieren. Also aus, ich sage mal, Theorie und Praxis, so könnte man es kurz benennen. Das Thema hier, wollen wir das Thema hier beleuchten. Es ist aber so, dass vielleicht nochmal von meiner Seite mit zwei, drei Sätzen einleitend, Internationalisierung der Berufsbildung hat eben auch sehr unterschiedliche Facetten. Der Begriff wird in verschiedenen Kontexten verwendet. Das stelle ich immer wieder fest. Wir haben also zum einen natürlich diese Frage der Mobilität von Auszubildenden. Wie kann die Mobilität oder von Lernenden insgesamt in der beruflichen Bildung weiterentwickelt, erhöht werden? Im Sinne der grenzüberschreitenden Mobilität. Das ist so etwas, was immer auch in dieses Themenfeld Internationalisierung fällt. Hinzu kommt, wie können wir sozusagen auch internationale Qualifikationen in der beruflichen Bildung vermitteln? Inwieweit macht es Sinn, internationale Qualifikationen und Kompetenzen zu vermitteln? Fremdsprachen, interkulturelle Kompetenz, aber auch ganz konkrete international relevante sozusagen Fähigkeiten. Das ist sozusagen eine zweite Dimension der Internationalisierung der Berufsbildung. Dann haben wir diesen Begriff, finden wir eben auch sehr häufig drittens im Feld der sozusagen internationalen Zusammenarbeit, ich sage mal eher berufsbildungspolitischen Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung von Berufsbildungsstrukturen in unseren Partnerländern. Auch so, also auch dafür, ne, also Berufsbildungstransfer sozusagen, auch dafür wird dieser Begriff gerne verwendet. Und viertens, schließlich geht es in diesem Zusammenhang auch um Berufsbildungsexport, also um, ich sage mal, Angebote beruflicher Bildung aus Deutschland im Ausland. Also ganz konkret auch um den, sozusagen um die Förderung der Exportwirtschaft, des Teils der Wirtschaft, der sozusagen sich auf Berufsbildungsangebote konzentriert. So, insofern unterschiedliche Dimensionen. Und der erste Beitrag von Frau Baumann und Herrn Fossig bezieht sich eher auf diesen Bereich internationale Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung, Weiterentwicklung von Berufsbildungsstrukturen in anderen Ländern, aber eben auch auf die Frage Berufsbildungsexport. Ich schlage vor, dass wir den Vortrag jetzt hören von euch beiden und wir daran anschließend uns die Zeit nehmen zu diskutieren, beziehungsweise dass also Nachfragen gestellt werden können und wir diskutieren. Und Herr Bosse wird dann im zweiten Teil dieses Forums zu Ihrem Beitrag kommen und daran anschließend diskutieren. Also vortragsbezogen, denke ich, Fragen stellen, diskutieren, weil diese beiden Vorträge doch auch relativ weit auseinander liegen, inhaltlich in Bezug auf diese Facettenvielfalt der Internationalisierung der beruflichen Bildung. Soweit von meiner Seite. Jetzt könntet ihr beginnen, Fabienne.
und Janis mit eurem Vortrag. Ja, herzlichen Dank, lieber Dietmar Fromberger, für die nette Einleitung und Konturierung des Themenfeldes dieses Forums Internationalisierung. Dann sage ich vielleicht erst mal kurz was zum Hintergrund der Forschung. Wir haben in den letzten 5 Jahren gearbeitet in einem wissenschaftlichen Begleitprojekt der BMBF, Förderrichtlinie Internationalisierung der Berufsbildung, wo es eben um die Weiterentwicklung dualer Berufsausbildung Ansätze geht in ganz unterschiedlichen Ländern weltweit. Okay. Und dieses Förderprogramm hat sozusagen 3 zentrale Bereiche gehabt. Zum einen die Förderung von Sondierungsprojekten, wo eruiert wird, welche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der dualen Berufsausbildung es in verschiedenen Ländern gibt. Zum zweiten Maßnahmen zur Umsetzung der bilateralen Kooperation zwischen dem BMBF und seinen Schwesterministerien. Dort, wo zwischen Deutschland und anderen Ländern eben eine bilaterale Kooperation besteht, wie beispielsweise mit Griechenland oder Südafrika. Und drittens, Projekte zur modellhaften Implementierung von Berufsbildungsdienstleistungen, die allerdings häufig im Bereich der Weiterbildung angesiedelt waren. Genau, und wir widmen uns heute in unserem Vortrag der Frage, wie duale Berufsausbildung in ganz unterschiedlichen Kontexten weiterentwickelt werden kann. Und dabei starten wir mit der Ausgangsbeobachtung, dass all den Aspekten zum Trotz, in denen die deutsche oder die duale Berufsausbildung in Deutschland auch weiterentwickelt werden kann, im internationalen Diskurs eben kooperative oder auch kollektive Berufsbildungssysteme als sehr attraktive Optionen zur Weiterentwicklung der Berufsbildung gelten. So wird unter anderem diskutiert, dass eben das Lernen im Arbeitsprozess den Übergang von der Schule in den Beruf dadurch erleichtert, dass die Lernenden schon realen Arbeitssituationen ausgesetzt werden, im Arbeitsprozess lernen können, auch die Möglichkeit haben, sich schon betrieblich zu sozialisieren. Und in Deutschland sind ja beispielsweise auch die Übernahmequoten von der Berufsausbildung in einen regulären Arbeitsvertrag relativ hoch im internationalen Vergleich. Ein weiterer Aspekt, ich glaube, fast der Hauptaspekt, der von internationalen Organisationen gewürdigt wird, ist eben genau die geringe Jugendarbeitslosigkeit, die mit dualen Systemen einhergehen kann. Das sehen wir ja nicht nur in Deutschland, sondern beispielsweise auch in Österreich, in der Schweiz, aber auch in den Niederlanden und Dänemark. Hier also der Befund, dass Länder mit ausgeprägten dualen Berufsbildungssystemen eine geringere Jugendarbeitslosigkeit aufweisen. Ein wichtiger Grund dafür ist eben die passgenauere Ausbildung auf Arbeitsmarktbedarfe im Vergleich zu rein schulischen Berufsbildungssystemen, was maßgeblich eben auch an der systematischen Einbeziehung organisierter Interessen, also der Sozialpartner, liegt. Natürlich sind berufliche Neuordnungs- und Reformprozesse auch im deutschen System nicht unbedingt immer schnell, aber das muss man unter Umständen dann vielleicht auch in Kauf nehmen, wenn man sicherstellen möchte, dass alle Interessen gehört werden. Also sowohl die Interessen der Betriebe, vermittelt über Arbeitgeberverbände und die Kammern, als auch die Interessen der Lernenden, dann eben vermittelt über die Gewerkschaften. Und nicht zuletzt wird auch immer wieder über die Qualität der dualen Berufsausbildung in Deutschland gesprochen, die ein hohes Niveau berufsspezifischer Fertigkeiten und allgemeinbildender Anteile kombiniert. Hier ist die Handlungsorientierung natürlich hervorzuheben, also nicht nur zu wissen, wie etwas gemacht wird oder lernen, wie etwas gemacht wird, sondern auch, warum es so gemacht wird. Allerdings, und so ist die Ausgangsthese unseres Vortrags, sind Reformen hin zu dualen Strukturen sehr voraussetzungsvoll,
Wir haben schon einiges darüber gehört, dass es hier große Abstimmungsprozesse bedarf zwischen ganz unterschiedlichen und vielfältigen Akteuren auf Seiten der Sozialpartner, aber auch auf Seiten unterschiedlicher Ministerien. Und unsere These ist, dass der Ausbau dualer Berufsbildung, weil er so voraussetzungsvoll ist, eben mittelbar unattraktiv sein kann. Und das möchten wir gern mit Ihnen diskutieren. Genau. Wir werden jetzt im weiteren Verlauf des Vortrags einige Beispiele bringen zu Feldforschung, die wir durchgeführt haben in den sehr heterogenen Ländern Kasachstan, Mexiko und Serbien. Also sozusagen Befunde aus drei Kontinenten. Wir haben dort Expertinneninterviews geführt mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern, mit Vertretern von Berufsschulen, aber auch von Regierungsgremien. Und unser analytisches Raster waren die fünf Kernprinzipien der Berufsbildungskooperation der deutschen Bundesregierung, also gemeinsame Verantwortung von Staat, Wirtschaft und Sozialpartnern, Lernen im Arbeitsprozess, Akzeptanz von nationalen Berufsausbildungs- und Prüfungsstandards, qualifiziertes Berufsbildungspersonal in Betrieben und Berufsschulen und nicht zuletzt auch institutionalisierte Berufsbildungs- und Arbeitsmarktforschung sowie auch Berufsbildungsberatung. Warum haben wir diese drei Fälle ausgewählt? Die drei Fälle eignen sich sehr gut zur Analyse unserer Forschungsfrage, wo es ja um Schwierigkeiten bei der Weiterentwicklung der dualen Berufsausbildung geht, da in allen drei Ländern bereits Gesetzesreformen zur Stärkung der dualen Berufsausbildung erfolgt sind, es aber gleichwohl eben in allen Fällen Probleme bei der Implementierung der dualen Berufsausbildung gibt und vor allem sozusagen beim quantitativen Ausbau des Systems, da in allen drei Fällen die duale Berufsausbildung vergleichsweise klein ist, immer noch zu vollzeitschulischen Berufsbildungsangeboten. Wir gehen jetzt direkt rein in die Fälle. Zunächst werde ich den kasachischen Fall vorstellen und dann übernimmt meine Kollegin Fabienne Agnes Baumann mit Mexiko und Serbien und schließt dann noch mit einigen Schlussbetrachtungen. Zum Fallbeispiel Kasachstan. Die Weiterentwicklung und Modernisierung des Aus- und Weiterbildungssystems ist ein ganz zentraler und wichtiger Bestandteil der langfristigen Strategie zur Transformation der kasachischen Wirtschaft. Hier ist das Ziel, bis zum Jahr 2050 zu den 30 führenden Industrienationen aufzuschließen und gleichzeitig die Abhängigkeit der kasachischen Wirtschaft vom Export von Rohstoffen zu verringern. Im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung ist 2016, 2017 die Möglichkeit zur dualen Berufsausbildung gesetzlich verankert worden. Dies ging einher sowohl mit einer Stärkung der Praxisanteile, die waren im vormals rein schulischen Berufsbildungssystem bei ca. 15%. Mittlerweile können 60% der Inhalte auch in Betrieben angeboten werden, bis zu 60%. Und gleichzeitig sollte auch die Einbeziehung der kasachischen Wirtschaft gestärkt werden, hier vor allem vertreten durch den zentralen Arbeitgeberverband Atamekan. Und es sollten Kompetenzzentren, also Zusammenschlüsse von Colleges für die duale Berufsausbildung aufgebaut werden. Allerdings gibt es doch starke Umsetzungsprobleme. Zum einen auf der Ebene der Governance ist die Einbeziehung auch von weiteren Wirtschaftsverbänden abseits von Atamekan vorgesehen. Allerdings ist die Steuerung sozusagen de facto eher top-down gerichtet, dass in Ministerien Entscheidungen getroffen werden, die dann von der Wirtschaft umgesetzt werden sollen. Also es gibt hier sozusagen keine Beziehung auf Augenhöhe zwischen Politik und Wirtschaft. Das führt gleichzeitig dazu, dass die Inhalte geringer auf die Bedarfe der Firmen ausgerichtet sind und dass sozusagen es Versäumnisse gibt bei der Anpassung und Modernisierung der Ausstattung der Colleges, in denen berufliche Inhalte gelernt werden sollen. Ein weiteres Problem beim Ausbau der dualen Berufsausbildung ist, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen
bisher geringe Berührungspunkte mit dualen Berufsausbildungsansätzen hatten, es ihnen daher auch an personellen Kapazitäten dafür mangelt, beispielsweise mit Colleges zu kooperieren. Und hier fehlt sozusagen eine Institution oder Instanz, wo insbesondere KMUs unterstützt werden könnten, auch wenn sie sich für duale Berufsausbildung interessieren, sei es in der Weiterqualifizierung ihrer eigenen betrieblichen Ausbilder oder auch einfach nur mit den Verwaltungsaufgaben, die auch mit staatlich offiziell anerkannten Abschlüssen, der Einschreibung in Schulen, alternierendem Unterricht etc. einhergehen. Das führt im Endeffekt dazu, dass auf dem Arbeitsmarkt viele kleine und mittlere Unternehmen, die sich für duale Berufsausbildung interessieren, dennoch auf Arbeitnehmerinnen zurückgreifen und sie dann im Betrieb anlernen. Genau. Und nicht zuletzt gibt es auch eine relativ geringe Bereitschaft von Eltern und Schülerinnen, Gebühren für duale Angebote zu entrichten. Das bezieht sich vor allem auf die Gebühren für das Lernen der theoretischen Anteile an beruflichen Colleges. Und es gibt in der kasachischen Gesellschaft nach wie vor eine starke Präferenz für allgemeinbildende oder universitäre Abschlüsse. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Arbeitsmarktforschung und gerade auch die Forschung zum Berufsbildungssystem nicht sehr ausgebaut ist. Und eine Instanz, wie wir sie zum Beispiel mit dem BIP hier in Deutschland haben, fehlt in Kasachstan vollkommen. Also hier wäre es auch wichtig, dementsprechend die Forschung in diesen Bereichen zu stärken, um auch Argumente dafür liefern zu können, dass es sich bei dualen Angeboten auch um attraktive Angebote handeln kann. Ja, wenn man beispielsweise auf die Verbleibszahlen schaut oder den Arbeitsmarktstatus der Auszubildenden nach der Ausbildung. Dann übergebe ich hiermit an Fabienne Agnes Baumann. Ja, vielen Dank. Ich mache weiter mit der Fallstudie zu Mexiko. Dort wird ähnlich wie in Kasachstan auch sich bemüht, die duale Berufsausbildung, die duale Erstausbildung zu stärken. Dort gab es seit 2013 bereits eine Pilotierung eines dualen Modells nach mexikanischer Art, wenn man so will, das sogenannte MMFD, das Modelo Mexicano de Formación Dual. Diese Pilotierung wurde sehr stark unterstützt von deutschen Akteuren, die in Mexiko vor Ort sind. Das schließt sowohl die dortige AHK ein, als auch viele deutsche Unternehmen. Entsprechend wurden hier schon die Weichen gestellt, dieses duale Modell auszuprobieren. Dieses dann 2019 in eine Reform gemündet, die entsprechend von der Pilotierung weggehen soll, hin zu einer Expansion von dualer Erstausbildung. Hier wurde entsprechend daran gearbeitet, den Status eines Auszubildenden überhaupt erstmal zu etablieren. Das heißt also, dass junge Menschen in einem Betrieb lernen, angestellt sind und eben nicht nur als Schüler mal in ein Praktikum reinschnuppern. Man hat sich damit beschäftigt, auch das Berufsbildungspersonal vorzubereiten. Da schauen wir natürlich nicht nur auf diejenigen, die in den Betrieben die Ausbildung begleiten, sondern natürlich auch die Lehrkräfte an den berufsbildenden Schulen. Und man hat sich auch damit beschäftigt, die Inhalte zu überarbeiten, dass sie entsprechend mehr den Bedarfen der Firmen entsprechen. Man hat natürlich auch entsprechend nochmal geschaut, wie so ein duales Modell eben finanziert werden kann. Man hat also hier schon viele, sage ich mal, Baustellen aufgetan. Dabei hat sich natürlich herausgestellt, dass das Ganze auch
mit Problemen behaftet ist bei der Umsetzung. Und zwar ist eine Problematik hier auch ähnlich wie in Kasachstan, dass eben die organisierten Interessen des Arbeitsmarkts hier nur sehr regional, wenn überhaupt, einbezogen werden. Das heißt, es gibt so ein paar Beispiele guter Praxis in manchen Bundesstaaten oder eben noch lokaler gesehen, vielleicht also in Mexiko-Stadt oder in Querétaro, und hat aber eben bisher nicht geschafft, diese systematische Einbeziehung sowohl von Gewerkschaftsorganisationen, die auch noch intern zersplittert sind, von mexikanischen Kammerorganisationen und dann entsprechend den Verbänden hier flächendeckend zu etablieren, was natürlich auch die Weiterentwicklung, vor allen Dingen die Expansion von dualer Erstausbildung wirklich hin zu einer breiten Masse von Teilnehmenden erschwert. Und dann hat man hier weiterhin natürlich auch Schwierigkeiten nochmal dieses duale Modell gegenüber dem vollzeitschulischen Berufsbildungssystem zu etablieren. Es gibt bisher in Mexiko keine Möglichkeit für Lehrkräfte an beruflichen oder beruflich ausgerichteten Sekundarschulen, wo meistens die berufliche Ausbildung eben nur eine von vielen Wahlmöglichkeiten ist, dort die Lehrkräfte entsprechend auch auszubilden. Also es gibt kein berufsschulisches Lehramt in Mexiko und entsprechend fehlt auch dann denjenigen, die dort lehren, auch die Erfahrung aus der beruflichen Praxis. Viele haben bisher noch nie, sage ich mal, einen Betrieb von innen gesehen. Das heißt also, da fehlt es auch so ein bisschen an der Möglichkeit, dann entsprechend eine Kooperation der Lehranorte zu unterstützen. Und insgesamt sind bisher die Strukturen dort nicht geeignet für eine großflächige Expansion des dualen Modells. Also vielleicht nochmal so mit Zahlen unterlegt, als wir 2020 erhoben haben in Mexiko, hatte man so ungefähr seit den Pilotierungen, das heißt so in gut 6-7 Jahren, 6.000 Jugendliche erreicht bei einer Bevölkerung von 130 Millionen in Mexiko mit einem sehr hohen Anteil von jungen Leuten zwischen 15 und 34 ist das der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Vorbehalte gibt es eben auch von Seiten der Wirtschaft, weil wir es in Mexiko mit einem sehr liberalen, flexiblen Arbeitsmarkt zu tun haben. Das heißt, also Arbeitnehmer bleiben nicht sehr lange in einem Betrieb. Der Durchschnittssatz ist da so bei 3 Jahren. Dann wird gewechselt, dann geht man woanders hin. Die Arbeitnehmer sind sehr mobil. Das heißt also, man scheut sich als Betrieb vor dem Invest in Arbeitnehmer dann entsprechend zu investieren. Die Arbeitsmarkt bzw. auch die Strukturen der Verträge, der Arbeitsverträge geben das entsprechend nicht her nach aktuellem Stand. Und die ArbeitnehmerInnen sind entsprechend auch wenig gewillt, in ihrer eigenen Ausbildung über eine Qualifizierung on the job zu investieren, weil sie häufig auch nicht entsprechend ihrer Ausbildung und Qualifikation beschäftigt und bezahlt werden. Das ist meistens als Arbeitnehmer weit unter dem, was man möglicherweise verdienen würde, wenn wir entsprechend auch Tarifstrukturen hätten, wo wir Auszubildende und qualifizierte Fachkräfte eingliedern könnten. Kurzer Einwurf vom Moderator. Wir müssen sehen, dass wir mit der Zeit einigermaßen hinkommen. Ja. In Serbien gibt es seit 2019 eine Reform für die duale Berufsausbildung. Hier ist der Fokus auch auf einer beruflichen Sekundarstufe, Sekundarstufe 2, die eben als ein Teil einer dualen Berufsausbildung fungiert. Und nebenher sollen eben diese Schüler in der Sek 2 auch einen Teil ihrer Ausbildung in einem Betrieb absolvieren. Man hat sich entsprechend dann in der Reform darum gekümmert, die entsprechenden Weichen zu stellen. Dabei ist vieles offen geblieben, was dann entsprechend bei der Umsetzung dann leider auch so ein bisschen den Akteuren auf die Füße gefallen ist in Serbien vor Ort. Da gibt es dann entsprechend Umsetzungsprobleme
die dann wie folgt aussehen. Also zum einen ist in Serbien die Struktur der Unternehmen so, dass wir vornehmlich wirklich sehr kleine und mittlere Unternehmen haben, die selten die Anforderungen erfüllen können, als Ausbildungsbetrieb eben in der dualen Ausbildung mitzumachen. Dann sehen wir weiterhin, dass gerade aus Serbien in den sogenannten Blue-Collar-Jobs sehr, sehr viele Arbeitnehmer auch abwandern nach Deutschland und in andere EU-Staaten. Wir haben hier eine sehr schlechte Verzahnung bisher auch bei der Entwicklung von den Ordnungsmitteln zwischen allgemeinbildenden und berufsbildenden Fächern. Also da wird sozusagen alles separat gehandhabt und es gibt eine geringe Verzahnung und eine wenig bisher strukturierte Abstimmung mit Wirtschaftsvertretern, mit Ausnahme der dortigen Kammerorganisation. Und es gibt einen starken Widerstand der Berufsschullehrer gegen die duale Erstausbildung. Kann ich später sonst noch mal weiter darauf eingehen. Und weiterhin gibt es keine Anschlussmöglichkeiten für diejenigen, die sich für einen beruflichen Bildungsgang entscheiden auf der Stufe Sekundarstufe 2, weil bisher auf postsekundärer Ebene die Anschlussmöglichkeiten fehlen. Wir können also ein Fazit ziehen dahingehend, dass obwohl in unseren drei Fällen jeweils auch schon, sage ich mal, wichtige Weichen gestellt sind, was Reformen angeht, hin zu einer dualen Erstausbildung, ist doch die Institutionalisierung von diesen Strukturen jeweils mit vielen Problemen behaftet und vielen Schwierigkeiten behaftet. Wir können uns daher nochmal fragen, was können wir da machen? Aus wissenschaftlicher Sicht können wir uns dafür entscheiden, vielleicht in 4, 5 Jahren nochmal nachzuschauen und uns sozusagen anzuschauen, was ist sozusagen mit diesen Initiativen geworden, weil wir natürlich eben solche langfristigen Entwicklungen aktuell noch gar nicht abschließend beurteilen können. Wir können uns dafür einsetzen, dass entsprechend die organisierten Arbeitnehmerinteressen stärker einbezogen werden und müssen dafür lokale, individuelle Lösungen finden, die funktionieren. Und wir können natürlich auch uns darüber unterhalten, ob wir möglicherweise zum Beispiel mit einer Verbundausbildung, die in den ein oder anderen Segmenten der Wirtschaft in den drei Fällen schon ausprobiert wird, ob wir stärker in diese Richtung auch denken könnten. Und hier könnten möglicherweise auch sektoriell zum Beispiel Verbände eine größere Rolle einnehmen. Und mit diesen Denkansätzen würden wir jetzt in die Diskussion gehen und danken Ihnen schon mal bis jetzt für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Fabienne Agnes-Baumann und Janis Fossig, für diesen Vortrag, für diesen Beitrag zur Weiterentwicklung dualer Ansätze der beruflichen Bildung in diesen drei Ländern. In dem Gesamtprojekt ging es um sehr viel mehr, auch noch Länder und Regionen. Ich glaube, wir waren auf fast allen Kontinenten. Es ist jetzt so, dass die Kollegin Irina Rommel also ihre Fragen sammelt und sie weiterleitet an mich. Ich meine, sie hätte Sie bereits aufgefordert, Sie, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Fragen zu stellen, Verständnisnachfragen zum Vortrag oder eben auch Anmerkungen zu formulieren. Und Frau Rommel leitet diese dann an mich weiter. Bisher habe ich aber noch keine Fragen Ihrerseits erhalten. Also trauen Sie sich ruhig. Ja, eine Nachfrage, die gestellt wird an euch beide, wie die Auswahl der Fälle erfolgte, also der Länder konkret. Vielleicht könnt ihr dann da auch nochmal was zu den weiteren Ländern sagen. Ja, das können wir gerne machen. Wir haben uns aus unserem Sample, also es gab insgesamt in dieser Förderrichtlinie das BMBF 23 geförderte Projekte in allen drei Förderschwerpunkten.
Sind jetzt im Nachhinein noch welche dazugekommen, die wir aus zeitlichen Gründen jetzt aktuell noch nicht ganz so detailliert betrachtet haben. Aber unsere Fallauswahl hat sich darauf bezogen, dass wir uns die Fälle rausgepickt haben, wo jetzt gerade ganz aktuell mit Reformansätzen verfolgt wird, eine duale Erstausbildung einzuführen. Und diese drei Fälle, die wir uns jetzt angeschaut haben, für die ist das der Fall. Das heißt also, das ist ein gemeinsames Merkmal, was diese drei Fälle entsprechend tragen. Und das war das Hauptkriterium für die Fallauswahl. Man könnte natürlich auch nochmal darüber diskutieren, dass wir hier gleichzeitig auch es mit drei sehr verschiedenen Fällen zu tun haben. Allerdings haben wir auch gesehen, dass trotzdem die Herausforderungen doch sehr, sehr ähnlich sind. Und das ist natürlich auch eine sehr spannende Erkenntnis. Prima, vielen Dank. Ein paar Minuten haben wir noch für diesen Beitrag. Es kommen tatsächlich auch weitere Fragen rein. Eine weitere Frage ist die folgende. Welche Rolle spielen die deutschen Auslandshandelskammern in den Ländern, die ja oft auch selber duale Ausbildungssysteme praktizieren? Ja, die deutschen Außenhandelskammern können natürlich schon als so etwas wie Promotoren der Innovation in diesen Ländern gesehen werden. Ein wichtiges Beispiel ist auch die CAMEXA zum Beispiel in Mexiko, die Pilotierung des mexikanischen dualen Berufsbildungssystems geht maßgeblich auch auf eine Kooperation mit der CAMEXA zurück. Gleichzeitig haben die deutschen Außenhandelskammern ja auch sozusagen als Adressatenkreis nicht unbedingt die Wirtschaft des ganzen Landes, sondern vor allem eben auch deutsche Betriebe oder Zulieferer für deutsche Betriebe, in denen solche Ansätze dann erprobt werden können. Und eine wichtige Frage, die sich eben stellt, wäre, inwieweit es vertieftere Kooperationen gibt zwischen den AHKs einerseits und nationalen Kammern oder Arbeitgeberverbänden andererseits, eben um auf gemeinsamer Basis hier lernen zu können, wie deutsche oder wie Ansätze, die an das deutsche duale System angelehnt sind, eben auch implementiert werden könnten unter den gegebenen Voraussetzungen der Strukturen, die im jeweiligen Land vorgefunden werden können. Also meine Antwort kurz zusammengefasst wäre, Sie können wichtige Innovationspromotoren sein, aber nur für einen kleinen Bereich, und es braucht eine Ausweitung der Kooperation und einen eher breiten Diskurs. Genau. Fabienne, dazu kurz ergänzend. Genau, ganz kurz ergänzend. Gerade für die Fälle Mexiko und Serbien sieht man auch, dass eben eine Kooperation der AHKs mit auch lokalen Kammerverbänden sehr, sehr wichtig ist und gerade im Fall von Serbien auch sehr gute Früchte tragen kann, auch im Rahmen des Capacity Buildings für die lokalen Kammerstrukturen, im Rahmen Prüfungswesen, Ausbildung der Ausbilder, diese inhärenten, sage ich mal, Kammeraufgaben, die dort entsprechend auch unterstützt worden sind in diesen Fällen, die wir uns angeschaut haben. Ja, vielen Dank. Es gibt eine fast eher Anmerkung eines Kollegen, einer Kollegin der IHK Hannover, folgendermaßen. Wir hören von chinesischen und oder koreanischen Besuchergruppen häufig, dass dortige Unternehmen kein Geld für Ausbildung ausgeben würden, weil die Absolventen ja nicht unbedingt im Unternehmen bleiben. Das scheint also auch ein Hindernis zu sein. So. Ich glaube, das hattet ihr ja auch deutlich gemacht und gesagt, dass das tatsächlich ein Hindernis ist. Übrigens nicht nur dort, wo es duale Strukturen in etablierter Form ja nicht gibt, sondern ja auch bei uns. Glaube ich, überlegen sich das einige Unternehmen etwas genauer, ob sie investieren, wenn sie wissen, dass ihre Fachkräfte möglicherweise anschließend weg sind. Also das spielt ja in allen auch etablierten dualen Systemen durchaus eine Rolle. Aber genau, also ich denke, das können wir so stehen lassen.
Jetzt haben wir es 5:11 und insofern denke ich, machen wir jetzt Strich drunter und wir machen weiter mit dem zweiten Vortrag. Eine ganz neue Dimension, also Sie berichten, Herr Bosse, aus der Praxis, aus Ihrer Unternehmenspraxis, wenn es um die Internationalisierung Ihrer beruflichen Qualifizierung geht. Und wir sind sehr gespannt auf Ihren Beitrag. Dann sage ich erstmal vielen Dank, Herr Fromberger. Ich übernehme gerne den Staffelstab und vielleicht ein paar einleitende Worte von mir. Mein Name ist Markus Bosse. Ich bin beschäftigt bei der Firma Refra Technik Ceramics in Melle. Bevor ich viele Worte über unsere Firma verliere, gebe ich einfach mal meinen Bildschirm frei mit den Folien, die ich vorbereitet hatte. Einen Moment. So, wo haben wir? Dort. So, jetzt muss ich mal fragen, ob man das jetzt schon sieht. Ja, Sie könnten, also ich sehe es zumindest hier schon auf dem Schirm, aber ich glaube, im Livestream ist es noch nicht zu sehen. Das dauert immer noch ein paar Sekunden. Okay, wunderbar. Jetzt ist es zu sehen. Wunderbar. Ja, dann fange ich mal an. Also, auch uns ist das Thema Ausbildung bei der Refra-Technik sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt die einleitende Folie zu den Folien, die ich vorbereitet habe. Eine ganz interessante Folie, vielleicht ein paar Worte dazu. Hier sieht man 6 Kolleginnen und Kollegen aus unserem Betrieb, die unsere Produkte beispielhaft präsentieren. Und das Interessante daran ist, das sind alles Eigengewächse. Die haben bei uns entweder die Ausbildung begonnen oder sind direkt nach dem Studium bei uns ins Unternehmen eingestiegen, sind alle noch auch bei uns beschäftigt. Und die haben auch Spaß daran. Und vielleicht deswegen ein paar Worte zu unserer Firma, die Refra-Technik-Gruppe. Wie man hier sieht, sind wir auf vielen Kontinenten unterwegs. Wir hier am Standort in Melle, Refra-Technik Ceramics, haben eine Tochter in Ungarn, aber unsere Schwestern sind sehr aktiv auch unter anderem, ja, ob jetzt auf dem amerikanischen Kontinent oder auch in Asien, wo ich gleich mit meinen weiteren Folien drauf eingehe. Wir sind ungefähr 2000 Mitarbeiter und erwirtschaften im Jahr ca. 600 Millionen Euro Umsatz insgesamt in der Gruppe. Zu uns in Melle, ja, wir sagen immer, wir sind die Nummer 1 für feuerfeste Systeme in der Keramikindustrie. Der Standort bei uns, der geht zurück auf ein Gründungsjahr 1887. Die heutigen Produkte, die wir auch verkaufen weltweit für die Keramikindustrie, für die Aluminium-Stahlindustrie, die sind seit ca. 70 Jahren bei uns am Standort etabliert. Aktuell haben wir hier in Mellebur 280 Mitarbeiter. Ja, vielleicht zunächst, was auch schon immer wieder erwähnt worden ist, was wir auch nur bestätigen können. Das deutsche duale Ausbildungssystem ist einzigartig. Wir haben, ob man jetzt technische Berufe sieht oder auch die kaufmännischen Berufe, es gibt bei den kaufmännischen Auszubildenden zum Beispiel 1 oder 2 Berufsschultage pro Woche. Der Praxisanteil beläuft sich dann auf 3 bis 4 Tage pro Woche. Das müsste allen, denke ich, bekannt sein. Unsere technischen Auszubildenden bekommen Blockunterricht. In dem Fall zum Beispiel die technischen Keramik-Auszubildenden bekommen Blockunterricht in Hörgrenzhausen, wo auch alle anderen Unternehmen der keramischen Industrie ihre Auszubildenden hinschicken und dort unterrichten lassen. Ja, zu den Ausbildungszahlen bei uns im Konzern. Wir hatten im letzten Jahr 66 Auszubildende gesamt im Konzern und im unteren Bereich kann man schon wunderbar sehen, wie sich die Auszubildenden über die verschiedenen Dependancen verteilen. Hier sieht man ganz klar, die Refra Technik Zement in Göttingen haben den Löwenanteil. Wir sind sofort an zweiter Stelle dort hinten dran. 18 Auszubildende hatten wir. Die Stihl aus Düsseldorf ist an dritter Stelle. Dann kommt die Refra Technik Holding in München. Wir hatten eine Auszubildende in Spanien und in Italien hatten wir auch 2 angehende starke Arbeitskräfte. In Summe waren wir im letzten Jahr bei 66 Auszubildenden. Ja, eine kleine Übersicht, wie wir das Thema Ausbildung bei uns im Konzern sehen. Die ersten beiden Punkte sind momentan, ja, ich sage mal, noch in Kinderschuhen. Da kann ich gleich noch ein paar Worte zu sagen. Also wir haben einmal
Das kommt initiativ über die Schwester in Göttingen, ein Refratechnik Education Programm ins Leben gerufen. Wir haben bei der Refratechnik Asia in Yingkou eine Zusammenarbeit mit dem China-Deutschland-Institut ins Leben gerufen. Dazu kann ich gleich noch was sagen, da habe ich auch eine extra Folie. Außerdem ist zusammen mit der GFM-Gruppe, die hat ihre Gründung in Göttingen 1984 gehabt, ein Ausbildungskonzept auch mit der Zement zusammen entwickelt, wo wir auch mit der Refratechnik Asia in Dalian ein Konzept entwickelt haben. Momentan ist das so, dass wir allerdings nur in Europa Auslandspraktika anbieten. Vor allem in Bezug, da komme ich ganz zum Schluss auch noch mal kurz zu, mit einer Folie. Wir haben eine sehr erfolgreiche Auszubildende gehabt, die im letzten Jahr Bundesbeste geworden ist. Und die hat gleichzeitig neben ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau auch ihre Europakauffrau-Ausbildung beendet. Und dazu war notwendig ein mindestens dreiwöchiges Praktikum in einem europäischen anderen Land. Und sie war in Spanien und eine liebe andere Kollegin, die gerade jetzt Anfang diesen Jahres ihre Ausbildung beendet hat, war 3 Wochen in Italien, weil der große Vorteil bei uns ist halt, dass wir auf den verschiedenen Kontinenten so verbreitet sind und dadurch auch diese Möglichkeit überhaupt anbieten können. Ja, wir haben noch als weiteren Punkt die Refratechnik Academy. Ich habe das mal allgemein gehalten. Wir bieten das intern als auch extern an. Das heißt, erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben ihr Know-how an unsere Auszubildenden, Mitarbeiterinnen und Kunden, Deutschland, Europa und weltweit. Das heißt, auch bei Messen, sonstigen Symposien bieten wir gerne unsere Schulung an, weil wir merken, dass das Know-how in unserer Branche nach und nach verschwindet. Auch das Thema demografischer Wandel, erfahrene alte Kollegen verlassen die Firmen und wir haben noch das Know-how, was unsere Produkte und den Einsatz angeht und das möchten wir gerne weitervermitteln. Ja, und länderübergreifende Workshops, greift direkt da rein, egal auch, ob Auszubildende, Mitarbeiterinnen oder Kunden, wir bieten Workshops an, momentan der aktuellen Situation geschuldet, natürlich hauptsächlich online. Ja, die Ausbildung im Refratechnik-Konzern und in diesem Fall der erste Punkt, den ich eben erwähnt hatte, das Refratechnik Education Program. In Zusammenarbeit mit dem China-Deutschland-Institut haben wir das Programm ins Leben gerufen. Der erste Kontakt ist noch relativ frisch aus dem letzten Jahr. Wir haben uns da das duale Ausbildungssystem in Deutschland als Vorbild genommen und in China haben wir, wie auch schon meine Vorredner vollkommen zu Recht erläutert haben, natürlich das Problem, Fachkräfte zu finden. Wir haben auch das Thema der großen Fluktuation und wir haben uns konzentriert auf 4 Fachrichtungen. Wie hier auch erwähnt sind Mechatronik, Kfz, Kfz-Mechatronik, Formenbau, elektronische und elektrische Automatisierung. Wir sind auf dieses China-Deutschland-Institut hinzugegangen, zusammen mit dem Shenyang Polytechnic College und haben dieses Konzept entwickelt und haben gesagt, wir möchten gerne Arbeitskräfte, junge, motivierte Arbeitskräfte haben, die wir auch langfristig an uns binden. Und dieses Modell hat uns sehr angesprochen und das wollen wir auch weiter verfolgen. Wie gesagt, der erste Kontakt war im letzten Jahr. Wir hoffen, dass es jetzt in diesem Jahr auch an Fahrt aufnimmt. Wir sprechen, was ich gerade schon sagte, die Talente direkt am Campus auch an. Und so ist das auch in China nur möglich. Diese Einschränkung muss ich mitgeben. Das nächste Thema, was ich als zweiten Punkt bei meiner Eingangsfolie hatte. Wir haben in dem Fall auch unsere Schwester in Göttingen, hat zusammen die GFM-Mittelstandsberatung angesprochen, hat dieses Konzept entwickelt, auch für die RT Asia in Dalian. Das sieht einen Plan vor von mindestens, einen Ausbildungsplan von mindestens 4 Jahren. Das erste Jahr, ganz, ganz, ganz wichtig, sollen die jungen Menschen erst einmal die deutsche Sprache erlernen. Wir haben dort gesagt, dass wir mindestens den Ausbildungsstand B1 oder B2 benötigen, damit sie sich im Anschluss, in der zweiten Phase, 3 Jahre auch in Deutschland überhaupt wiederfinden können. Und dort wird nach den üblichen dualen Ausbildungsmodus eine duale Ausbildung begonnen in Berlin und Dessau an den jeweiligen Akademien der GFM und natürlich in Verbindung der Refratechnik. Geschätzt sind momentan
das ist auch alles im Moment noch geschätzt, weil es auch noch in den Kinderschuhen steckt, sind Kosten von ca. 27.000 Euro pro Person angesetzt. Und wir haben auch genau das Thema, was eben auch angewendet oder erwähnt worden ist, angesprochen worden ist, das Problem, wenn die jungen Menschen 3 Jahre bei uns in Deutschland gewesen sind, muss man die auch entsprechend bei Laune halten und auch dazu motivieren, dass sie später auch wieder zurückgehen nach China in unsere Standorte. Und genau da fängt auch das Problem an, das sehen wir heute schon. Und das ist die Phase 3 bei uns auf dieser Folie genannt. Ja, das ist das Thema, unser erfreuliches Thema, was ich eben schon erwähnt habe. Eine liebe Kollegin, die im letzten Jahr Bundesbeste geworden ist. Also wir sind sehr stolz auf unsere junge Kollegin Frau Wienkamp, die mit ihrem großen Engagement nicht nur die Ausbildung zur Industriekauffrau so erfolgreich abgeschlossen hat, sondern so auch zur Europakauffrau. Und sie ist auch weiterhin bei uns beschäftigt und freut sich auch weiterhin an ihren täglichen Arbeiten bei uns in der Finanzbuchhaltung. Ja, dann kann ich nur noch Dankeschön sagen. Dann bin ich schon durch und übergebe das Wort gerne an Herrn Fromberger. Vielen Dank. Vielen Dank zurück an Sie, Herr Bosse, für den spannenden Einblick in Ihre Ausbildungsrealität mit internationalem Bezug. Da machen Sie sehr viel für Ihre, also sozusagen, weil Sie ja auch so diese internationalen Märkte bedienen wollen, bedienen müssen, brauchen Sie natürlich auch eben diesen Ansatz, diese Perspektive langfristig. Ich warte so ein bisschen auf Fragen von Ihnen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bisher kann ich nichts erkennen. Ja, nein, es ist immer noch nichts da. Ich habe eine Frage gehabt. Sie hatten diese Abbildung gezeigt mit den verschiedenen Auszubildenden an den Standorten, der Menge sozusagen der Azubis an den Standorten. Und natürlich fiel auf, dass Sie keine Azubis haben an Ihren Standorten im Ausland. Sie haben das ja so indirekt dann auch nochmal erklärt, aber können Sie es nochmal, also auch deutlich machen, warum haben Sie keine Auszubildenden in Ihren Tochtereinrichtungen weltweit? Sehr gerne, Herr Fromberger. Wir haben im letzten Jahr, das haben wir auch über unsere Personalabteilung in Göttingen erfahren, nochmal eine Rundumabfrage bei unseren Schwestern und im gesamten ausländischen Umfeld getätigt, überhaupt zu dem Thema Ausbildung und erstmal in Erfahrung zu bringen, wie seht ihr, unsere Schwestern, das Thema Ausbildung? Und da kam genau das zurück, was die lieben Vorredner von mir, Frau Baumann und Herr Fossig, auch schon in ihren Studien beobachtet haben, egal ob ich nach Nordamerika, Kanada, Mexiko gehe oder auch nach Spanien, das Problem ist einfach, der Fokus liegt momentan auf die allgemeinbildende Ausbildung. Wenn ich jetzt zum Beispiel das sehe, auch in Kanada, das wurde genauso bestätigt, dass es parallel zu Nordamerika läuft, die jungen Leute gehen auf eine allgemeinbildende Highschool, möchten dann in den meisten Fällen eine 4-jährige College-Ausbildung dranhängen und sind dann allgemeinbildend fertig nach diesen 4 Jahren College. Und dann suchen sie einen Job. Und dieses duale Ausbildungssystem, wie wir es hier in Deutschland haben, wird da auch, ich sage mal, nur sehr eingeschränkt angeboten oder überhaupt nicht. Und viele wollen das auch gar nicht in Anspruch nehmen. Da sind wir auch bei dem Thema, weil das ja auch ein gewisses, ich sage jetzt mal, ein Kontingent an Kapital benötigt, um diesen jungen Menschen das überhaupt zu ermöglichen in Betrieben. Die Betriebe selber müssen dieses Geld in die Hand nehmen. Und da sind viele nicht so bereit. Wir möchten das gerne, finden aber auch nicht unbedingt immer Zuspruch. Das ist auch unser Problem. Ja, vielen Dank dafür. Es gibt eine Frage, die lautet folgendermaßen: Wie sehen Sie die Möglichkeit, also Sie, Herr Bosse, längerfristige Auslandspraktika als Bestandteil der dualen Ausbildung zu realisieren? Also wir haben, was ich in meiner Folie ja kurz auch erwähnt habe, im letzten Jahr die junge Kollegin für 3 Wochen nach Spanien geschickt. Eine andere Kollegin war jetzt für 3 Wochen in Italien. Diese 3 Wochen jeweils für diese Europakauffrau-Ausbildung war überhaupt kein Problem. Und da wir sehr guten Kontakt zu unseren Schwestern natürlich haben, sehe ich da kein Problem, längerfristige Praktika zumindest bei uns anzubieten, weil wir
auch wieder ein Rückgriff auf meinen Folien, natürlich in vielen Kontinenten unterwegs sind. Ich kann das verstehen, dass viele Firmen dadurch natürlich Probleme haben, wenn sie in den jeweiligen Kontinenten nicht unterwegs sind. Wir haben es dadurch in Anführungszeichen ein wenig einfacher. Aber ich sehe das als sehr, sehr wichtigen Punkt an, die Internationalisierung und auch das jungen Menschen anzubieten, eine gewisse Attraktivität unserer Firma möchten wir ja auch dadurch erreichen und erlangen, dass auch junge Menschen weiterhin uns als Arbeitgeber auswählen. Ja, im Moment haben wir die Situation, dass die Attraktivität der Berufsausbildung unter anderem dadurch sozusagen angeregt werden soll, dass Betriebe auch Auslandsaufenthalte anbieten. Klar, es ist in gewisser Weise so, dass ich sag mal, die Konkurrenz, also der Hochschulbereich, aber auch der allgemeine Bildungsbereich, da ist es fast schon normal, im Rahmen eines Studiums beispielsweise ins Ausland zu gehen. In der beruflichen Bildung, gerade im dualen System, ist es eher ungewöhnlich. Und dafür gibt es verschiedene Gründe, aber eben auch die Gründe, die Sie genannt haben, dass es vielleicht auch für kleinere Betriebe natürlich auch teuer ist, die jungen Leute da ins Ausland zu schicken oder eben auch nicht praktikabel, so wie die Ausbildung organisiert wird. Aber zugleich gibt es wunderbare Beispiele. Also wir haben schon auch viel zu diesem Thema gemacht und gearbeitet, auch im grenznahen Bereich, etwa mit den Niederlanden. Und ja, es gibt auch mittlerweile ganz gute Untersuchungen dazu. Also wenn wir es irgendwie schaffen, junge Leute ins Ausland zu schicken im Rahmen ihrer Qualifizierung, dann hat das wirklich wunderbare Effekte auf deren Entwicklung. Und die bringen was mit, ja auch. Nicht nur Persönlichkeit, die sich weiterentwickelt, sondern auch häufig bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse. Es gibt eine ganz konkrete Nachfrage, wie die Erfahrungen, also wie Ihre Erfahrungen, Herr Bosse, in Ungarn sind. Ja, in Ungarn, wir sind, muss ich vielleicht kurz eine Anekdote dazu sagen, unser Standort ist nur 70 Kilometer aktuell entfernt von der ukrainischen Grenze. Das heißt, wir haben dort in Ungarn momentan auch zu kämpfen, überhaupt mit der Fluktuation. Das ist ein Bereich in Ungarn, Nordosten. Da gibt es, ich sage mal, noch eine etwas unterentwickelte Infrastruktur. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lassen sich oft auch durch wenige Euros mehr pro Stunde von anderen Unternehmen sehr schnell abwerben. Das heißt, wir haben da ein großes Problem der Fluktuation und das Ausbildungsthema wird da mehr Training on the Job momentan geleistet. Vielleicht um nochmal konkret zu werden. Das heißt, wenn wir, ich habe das zum Beispiel auch im letzten Jahr erlebt, wir haben eine neue Kollegin gesucht im kaufmännischen Bereich und sie kam aus einem ganz normalen pädagogischen Bereich, universitärer Abschluss und wollte einfach auch nur, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, bei uns als kaufmännische Angestellte anfangen. Aber sie war leider nicht allzu lange dort und ist relativ schnell wieder gewechselt. Wie gesagt, wegen dem Thema, sie hat sich von einigen wenigen Euros mehr pro Stunde weglocken lassen. Das ist unser Problem in Ungarn. Ja, vielen Dank. Eine weitere Frage. Ob ein Konflikt besteht mit der Berufsschulpflicht bei längeren Auslandspraktika oder Auslandsaufenthalten. Wie sind da Ihre Erfahrungen, Herr Bosse? Also bei dem Europakauffrau, Europakaufmann-Ausbildung ist das ja auch ein Pflichtprogramm. Also von daher gibt es da keine Konflikte. Ansonsten haben wir natürlich in dem Umfeld des normalen kaufmännischen Ausbildungslehrgangs natürlich bisher noch keine längeren Auslandsaufenthalte integriert. Natürlich gab es dort Momente, wo wir gesagt haben, in Verbindung mit ja, normalen Schulferien auch mal einen kurzen Auslandsaufenthalt, wenn zum Beispiel eine Messe vorbereitet wurde in Algerien. Das Thema hatten wir dort vor einigen Jahren. Da wurden Auszubildende auch mit einem Projekt betraut. Das ist auch sehr, sehr positiv angekommen. Aber ansonsten, wie gesagt, bei der Europakauffrau, Europakaufmann ist es gewünscht und gewollt und da war das überhaupt kein Problem. Im Berufsbildungsgesetz gibt es ja auch einen Paragraphen bzw. Absatz, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher das ist, ich glaube so 8 oder 9, wo klar definiert wird, dass ein Auslandsaufenthalt im Rahmen einer Ausbildung als Ausbildungszeit gilt. So, das bezieht sich natürlich, weil es das Berufsbildungsgesetz ist, erst einmal auf die betriebliche Ausbildung. Aber für die Berufsschule ist das sozusagen hilfreich, weil die vor diesem Hintergrund Freistellungen, Beurlaubungen
etc. auch ermöglichen kann und das auch tut. Nach meinen Erfahrungen ist das mittlerweile kein großes Problem mehr. Es war in den 90er Jahren noch ein ziemlich großes Problem. Aber das ist meines Wissens derzeit nicht mehr so. Wobei es natürlich am Ende dann auf die Länge ankommt. Wenn es dann sich auf 9 Monate bezieht, dann ist es sicherlich noch etwas anderes, als wenn es nur 4 Wochen sind. Gibt es weitere Fragen von Ihnen an Herrn Bosse oder Anmerkungen zum Thema, die Sie haben? Wir können auch noch einmal zurückgreifen auf den ersten Beitrag von Frau Baumann und Herrn Fossig. Selbstverständlich die Runde sozusagen noch etwas mehr öffnen. Ich hatte vorhin noch mal kurz nachgefragt, Fabienne und Janis, welche weiteren Länder wir sozusagen da in den Blick genommen haben bei dieser internationalen Zusammenarbeit. Vielleicht können wir da noch mal einen kurzen Einblick liefern. Also wir haben ja nicht nur diese 3 Länder, Kasachstan, Mexiko und Serbien, bearbeitet, sondern eben auch Erfahrungen in weiteren Ländern gemacht. Vielleicht dazu noch mal kurz eine Ergänzung von euch. Ja, sehr gerne. Janis, vielleicht gehe ich kurz auf den Schwerpunkt AB ein und sage was dazu. Willst du dann noch mal was zum Schwerpunkt C ergänzen? Wenn ich jetzt Schwerpunkte sage, dann meine ich die Förderschwerpunkte der Förderrichtlinie. Da gab es ja 3 und die Projekte, die dort gefördert worden sind oder gefördert werden aktuell noch, die haben eben unterschiedliche Zielsetzungen. Da hatten wir Kollegen auch aus dem Bereich der Berufsbildungsforschung, die sich einerseits erstmal für das BMBF mit der Frage beschäftigt haben, was passiert in anderen Ländern, die sich eben für die deutsche Berufsausbildung interessieren. Eine, ja, wenn man so will, eine Sondierung erstmal der aktuellen Entwicklungen in der Berufsbildung dort, um dann darauf aufbauend Kooperationspotenziale zu identifizieren. Da war eines dieser Länder beispielsweise Polen. Da gab es auch noch ein weiteres kurzes Projekt in Lettland, also sozusagen mit europäischem Fokus. Es gab ein kleines Projekt auch in Chile und in dem Schwerpunkt, wo es um die konkrete Unterstützung von schon bestehenden bilateralen Kooperationen geht. Da gab es ein kurzes Vorhaben in Russland, dann Südafrika, Indien und Italien, also auch sehr heterogen. Dazu muss man sagen, dass ja, vielleicht kommt das auch Herrn Bosse bekannt vor, dass auch in Italien zum Beispiel gerade sehr, sehr viel passiert. Im Nachgang zur Euro-Krise dort sind ja auch viele Reformen verabschiedet worden, hin zu mehr dualer Ausbildung, hin zu mehr Einbindung von Unternehmen, wo auch zum Beispiel die AHK sehr, sehr aktiv dabei ist in Mailand und glaube ich auch gerade sehr viel auch im Wandel ist auch in Südafrika. Da waren vor allen Dingen die Berufsschullehrer im Fokus in diesem Projekt oder sind es noch, natürlich auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Lehre. In Indien geht es vor allen Dingen um Industriecluster und um das Thema Verbundausbildung. Genau, im Förderschwerpunkt C dieser Förderrichtlinie Internationalisierung der Berufsbildung des BMBF ging es ja, wie vorhin bereits schon angekündigt, um die modellhafte Implementierung beruflicher Aus- und Weiterbildung, wobei man sagen muss, dass von den über 10 Projekten, die da gefördert worden sind, die hatten jeweils eine Förderdauer zwischen 3 und 3,5 Jahren, da haben alle relativ schnell festgestellt, dass in der Zeit eben einfach die Einführung einer dualen Ausbildung gar nicht möglich ist in der Konzipierung. Von daher haben sich alle Projekte stärker auf die berufliche Weiterbildung konzentriert. Da haben wir zum Beispiel ein Beispiel aus Brasilien, wo es eine Ausbildung zum Schweißfachmann und auch Fachaufseher für Schweißen
ging. Wir haben Beispiele aus dem Iran im Bereich Weiterbildung Kälte-Klimatechnik, Weiterbildung fürs Management der Automobilindustrie. Wir hatten ein Projekt in Griechenland. Da ging es um das Greening von Berufen, also sozusagen die Berufsbildung nachhaltig zu machen. Im Bereich Elektrotechnik beispielsweise gab es auch die Entwicklung von Moduleinheiten im Bereich Smart Home. Dann gibt es noch drei Projekte in China, die auch ganz heterogen sind. Da geht es zum einen um die Transport- und Warenlogistik für einen großen chinesischen Hafen. Es geht aber auch um die Ausbildung im Bereich Tierzucht, Tierfachwirt. Dann hatten wir noch ein Projekt auf den Philippinen im Bereich Weiterbildung, Thema Wasserwirtschaft, öffentliche Wasserwirtschaft, wobei die Kooperationspartner hier eben staatliche Unternehmen waren und keine privatwirtschaftlichen Unternehmen, was das auch noch mal ein bisschen abhebt von den anderen Projekten. Auf dem europäischen Kontinent hatten wir neben dem Fallbeispiel Serbien, was wir schon angesprochen haben, auch ein Projekt in Spanien, das wir uns angeguckt haben. Da geht es um Bohrtechnik im Bereich der Geothermie. Genau, und dieses Projekt hat zum Beispiel gezeigt, dass ich eben nicht unbedingt alle berufsfachlichen Inhalte so einfach digitalisieren lassen, wie die aktuelle Debatte das um die Möglichkeiten von Virtual Reality und Lernen das eben suggerieren, weil man diese Bohrtechnik eben auf Baustellen, auf realen Baustellen erlernen muss. Also von daher, diese Bandbreite zeigt schon die Verschiedenheit der Projekte und Regionen, sowohl vom inhaltlichen Schwerpunkt her, als auch vom Stand der wirtschaftlichen Entwicklung und auch der Verfasstheit der jeweiligen Wirtschaft in den Staaten. Gleichwohl ist es eben so, dass das ein ganz wichtiger Befund ist, der Aufbau von dualer Erstausbildung ist auf jeden Fall zeitintensiver als der Ausbau von beruflichen Weiterbildungen. Und das müsste eben auch bei internationalen Kooperationen viel, viel stärker Berücksichtigung finden, beispielsweise auch im Rahmen von Förderprogrammen. Also es ist schlichtweg illusorisch, in 3 Jahren eine komplette duale Erstausbildung auf die Beine zu stellen, sei es auch nur in sozusagen einem Ausbildungsberuf. Vielen Dank nochmal für die Ergänzungen. Also das Thema, das erleben wir ja in den vielen verschiedenen Veranstaltungen, in denen wir sitzen und Gesprächen, die wir haben, ist, ich sage das jetzt mal so, auch für die deutsche Wirtschaft von hoher Bedeutung, also weil es eben, so wie Sie, Herr Bosse, das ja deutlich gemacht haben, es darum geht, vor Ort in den Ländern, wo wir sind, sage ich jetzt mal, Fachkräfte zu finden. Also es ist sozusagen nicht nur ein altruistisches Thema, Entwicklung von dualen Strukturen in Partnerländern, sondern es ist eben auch ein Thema direkt für unsere Exportwirtschaft, beziehungsweise insgesamt für unsere Wirtschaft, wenn wir woanders produzieren. Und das stellen wir immer wieder fest. Und das ist natürlich für uns auch sozusagen als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler ganz wichtig, das auch mitzunehmen, dieses Thema nicht zu verlieren. Ich sage das jetzt mal so. Ein bisschen haben wir ja im Moment so die Entwicklung. Ist das denn eigentlich für uns noch so relevant, nicht wahr? So mit der Internationalisierung der Berufsbildung, wenn es jetzt um die Entwicklung dualer Strukturansätze geht, ich glaube, relevanter denn je. Das ist nun meine erste Anmerkung, die ich machen möchte. Und zweitens, kurzer Hinweis, das Bundesinstitut für Berufsbildung, das BIP, hat unlängst über 2 Jahre hinweg einen Baukasten entwickelt, so nenne ich den jetzt mal, für die Qualifizierung internationaler Kompetenzen in der beruflichen Bildung. Das ist ein ganz tolles Produkt. Und das kann man nutzen als Betrieb. Das können die Betriebe nutzen, können sie einsetzen. Da wird mal so das ganze Spektrum aufgemacht der Qualifizierung von Kompetenzen im internationalen Rahmen. Das muss man natürlich betriebsspezifisch dann unterbrechen, aber das nur noch mal als ein Hinweis. So, jetzt haben wir es 11:25 Uhr. Wir haben noch 3-4 Minuten.
Herr Bosse, es gibt noch zwei Nachfragen. Die erste Nachfrage bezieht sich auf das Scheitern von dualen Ausbildungsprojekten, die praktiziert werden, also nach der Projektförderung. Wobei das jetzt für Sie, Herr Bosse, ja eigentlich nicht so ein Problem ist. Bei Ihnen sind es ja Eigenfinanzierungen sozusagen. Insofern ist die Frage jetzt vielleicht für Sie gar nicht so relevant. Aber eine weitere Frage, gibt es Kooperation mit dem SES in Bonn Ihrerseits, Herr Bosse? Bisher nein, Herr Fromberger. Bisher haben wir da keinen Kontakt. Es hört sich interessant an, das nehme ich gerne mal mit. Diese beiden chinesischen Kontakte, die beiden Programme, die da entwickelt worden sind, sind auch von unserer Schwester in Göttingen entwickelt worden. Aber SES nehme ich gerne mit in Bonn. Ist vielleicht ein sehr interessanter Hinweis. Dann bisher nicht. Vielen Dank. Gut. Es gibt keine weiteren Fragen. Ich bedanke mich sehr bei den Referenten und bei der Referentin, bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Nachfragen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen so ein bisschen das Thema auch näher bringen, einigen Input liefern, mit dem Sie etwas anfangen können. Ich weise hin auf die jetzt bevorstehende Pause, die wir uns gönnen dürfen. Und um 11.45 Uhr, richtig genau, geht es weiter mit den weiteren Foren. So ist es. Forum 3, Durchlässigkeit, haben wir. Und Forum 4, Attraktivität der beruflichen Bildung. Ich finde, es geht spannend weiter um 11.45 Uhr. Vielen Dank an alle und bis gleich.